als mir irgendwann klar wurde, dass mittlerweile keiner mehr so wirklich physikalische CDs kauft und sich wirklich mit dem Medium Booklet auseinandersetzt und eigentlich nur konstant das Thema oder das Coverbild kommuniziert wird, ich mir gedacht habe, irgendwie muss man das doch alles mal als gesammeltes Werk den Leuten zeigen. Ich sammle Fotobücher und es gibt nichts Schöneres, als so ein Buch zu sehen, wo so ein Negativrand ist. Es gibt nichts Schöneres, als einen Kontaktbogen zu sehen. Das ist das DIN A4-Blatt, wo der Film zu sehen ist, der verschossen wurde. Alle 36 Bilder. Du siehst die Reise vom Film einlegen bis zum Rausnehmen, die der Fotograf gemacht hat. Und das hast du auf einem Blatt Papier und das ist einfach das, eine gewisse Form von Haptik. Das ist die gleiche Frage, warum nehmen Leute analog auf? Warum hat Desi und SSL im Studio stehen? Warum fahren Leute Oldtimer? Es ist einfach eine gewisse Form von Haptik, Ästhetik und der Weg zum Ergebnis. Für mich war es natürlich auch total neu, dann auf einmal in einem Labor zu stehen. Aber irgendwie hat es was jedes Mal wie von der Geburt. Du gibst den Film ab, kriegst diese Kontaktbögen wieder. Und irgendwie verarbeite ich, glaube ich, auch die Situation damit, was bedeutet es, ein Fotograf zu sein. In der Zwischenzeit hatte natürlich jeder eine Kamera dabei. Jeder saß abends im Bus, hat seinen Laptop aufgeklappt, hat die Speicherkarte reingeschoben, hat irgendwie 400, 500 Bilder von dem Abend, von dem Vortag irgendwie auf den Rechner gespielt, hat einen Look drauf gespielt und hat sie dann irgendwie via WhatsApp und Instagram rausgeschrien und irgendwie direkt Feedback bekommen. Und ich saß halt da, habe meine Tüte geschaut und da waren da zwei belichtete Filme drin. A, 36 Bilder. Ja, es war schon deprimierend. Also dementsprechend, es lief mal gut, es lief mal schlecht. Es gibt aber auch irgendwie Perioden in dem Buch, wo wir wochenlang unterwegs waren und es nur ein gutes Bild entstand. Es ist halt so, der Schritt, der Arbeitsaufwand zu diesem einen Bild ist halt ein ganz anderer. Es war auch zwischendurch der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so hey, warum die Scheiße? Hey, jeder hat eine Kamera dabei, jeder kann auf ISO 1600 gehen, kann auf 2600 gehen oder wo auch immer hin. Und ich mit meinem Film, 400, 800, 1600, 36 Bilder entwickeln lassen, Kontaktbögen scannen lassen, Look drüber packen, ist, ja. Hätte ich einen Auftrag bekommen von einem Label, einen Musiker zu begleiten, hätte es einen Anfang und Endpunkt gehabt. Ich wäre bei einer Tour mitgefahren, ich wäre während einer Promophase dabei gewesen. Aber dadurch, dass Sigi halt wirklich ein Freund, bester Freund, sagt man das noch, ist halt ein wichtiger Teil in meinem Leben geworden, letztendlich, über die letzten Jahre. Es ist einfach Sido, es ist hinter der Maske, aber es ist nicht Paul würdig. Für mich auch das Besondere ist einfach, ich habe auch keinerlei Geschäftsbeziehungen mit ihm. Es ist nicht so, dass ich irgendwie ein Teil von ihm bin oder für ihn arbeite, sondern wir sehen uns nur, weil wir uns mögen und das ist irgendwie das Schöne daran. Wir sehen uns, weil sich unsere Frauen mögen, unsere Kinder mögen und weil wir gerne Zeit miteinander verbringen. Jeder Fan sieht ihn ja auf der Bühne, wie er agiert, macht und tut. Dafür werden die Karten gezahlt, um 90 Minuten Entertainment zu bekommen. Ich finde, irgendwie fotografisch gesehen wird es dem nicht gerecht, was er auf der Bühne abliefert, weil A, ist kein Sound dabei, B, keine Bewegung. Und deswegen war es mir wichtig, was passiert davor, was passiert danach. Viele Leute denken natürlich Highlife, auf Tour sein. Aber was heißt es, auf Tour zu sein? Auf Tour zu sein bedeutet, jeden Tag einen neuen Raum zu sehen. Jeden Tag 8 bis 9 Stunden in diesem Raum abzuhängen. Sich untereinander die einzelnen Städte nur anhand der Duschen wieder in Erinnerung zu rufen oder sich auf eine neue Stadt zu freuen, weil man weiß, da ist eine saubere Dusche, da ist ein geiler Backstage. Was machst du denn damit? Kann man geil einscannen, das ist eine Seite im Buch.
Digga, warum machen wir jetzt eigentlich eine Fotosession? Das ist doch keine Fotosession. Doch, das geht schon ziemlich lange hier. Wann höre ich ihn meckern? Ich höre ihn primär meckern, lustigerweise, wenn ich ihn fotografiere. Und das ist das große Problem. Er lässt sich nicht gerne fotografieren. Und ich muss ihn halt dazu nötigen, ein Bild mit mir zu schießen. Ich muss ihn therapieren, sagen, dann und dann schießen wir das, lass doch mal aussteigen, lass doch mal dahin gehen, stell dich doch mal dorthin. Es ist nicht so, als wenn er mir die Motive schenkt. Schau mal an mir vorbei. Ja. Die Sonne blendet mich sehr hell in meine Maske hinein. Stell dich mal seitlich hin. Steh doch seitlich, Dicker. Warum bewegst du dich nicht? Warum muss ich mich bewegen? Stell dir vor, ich wäre eine Statue. Dann wär's wenigstens leise. Er kann halt gerne und gut diskutieren und versucht mir ganz plausibel zu erklären, dass es keinen Sinn macht, dieses Bild zu schießen. Und ja, am Ende des Tages hat es Sinn gemacht. Tiefpunkt für mich in der ganzen Situation war eigentlich, zwischendurch nie zu wissen, was passiert mit den Bildern, welche Bilder habe ich, weil ich habe irgendwann nur noch alles in eine Kiste geschmissen und ja, einfach kein Ergebnis zu haben. Du bist als Fotograf natürlich zielorientiert. Du schießt das Bild, gibst dem Bild einen Look und willst dem Bild vielleicht auch eine Plattform geben. Und es wurde halt nur gesammelt. Es ist, ja, letztendlich, die Leute sehen ja nur das, was du veröffentlichst. Und es gab halt nichts. Ich habe teilweise Filme über ein Jahr, fast anderthalb Jahre in der Kiste unentwickelt liegen gehabt und bin dann alle paar Monate, sechs, sieben Monate dann mal ins Labor zu Ulrich gegangen, habe die Bilder abgegeben. Habe die natürlich dann irgendwie auch gefeiert, habe die Kontaktbögen gesehen, aber dann war wieder der Step digitalisieren. Scanne ich die jetzt? Macht es Sinn, sie zu scannen? Was passiert nach dem Scannen? Ja, dann hatte ich die Negative und die Kontaktbögen und dann kamen sie wieder in eine weitere Kiste. Und dann sprangen letztendlich die Bilder nur von Kiste zu Kiste und ja, haben dann da irgendwie darauf gewartet, rausgeholt zu werden. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es sind jetzt schon wieder 2 Monate vergangen, nachdem wir die Daten abgegeben haben. Heute Morgen habe ich den Anruf bekommen, das Buch ist da. Und ja, bin ein bisschen nervös, weil ich jetzt das Buch auch zum ersten Mal sehen werde. Das ist geil. Das ist echt schön geworden. Ja, und er war am Meckern. Hat sich gelohnt. Chuck. Geil. Vielleicht mal Sie hier anrufen. Yeah. Na? Was geht ab? Wir haben Happy Birthday. Schauen wir mal, was hier ist. Es ist da. Ich hab eins. Na klar. Alles Gute. Wo bist du? Alles klar. Ich würde sagen, ich pack eins ein und schenk's dir morgen zum Geburtstag. Mit Autogramm, auf jeden Fall. Guten Flug. Alles klar, danke, tschüssi. Ciao. Ciao, ciao.
ich mach das alles. Ich trag 1000 Tattoos auf der Haut. Ein Astronaut und ein Sägeblatt. Alles voll und auch du stehst hier drauf. Damit ich nicht vergesse, für wen ich's mach. 10.000 Tattoos, die ich hab. Ne Totenkopfmaske und ein Sägeblatt. Alles voll und auch du hast einen Platz. Damit ich nicht vergesse, für wen ich's mach. Für dich, für dich, für dich. Ich mach das alles. Feuer.